Grüße euch zum Donnerstag, den 23. November 2017. Wir haben laut dem Mondkalender zunehmender Mond im Zeichen Steinbock, Element Erde. Es ist ein Kältetag. Zwischenmenschlich gibt uns der Mondkalender mit. Klar. Es ist nicht schön, einen Fehler gemacht zu haben. Wenn andere davon betroffen sind, können sie etwas tun, wie etwa mit dem Satz, tut mir leid, das war mein Fehler. Und dann fragen sie, was sie zur Verbesserung der entstandenen Lage beitragen könnten. Wenn es nur sie selbst betrifft, ist manchmal die Selbstverurteilung noch heftiger. So seltsam es für sie klingen mag, schließen sie Freundschaft mit ihren Fehlern. Sie verniedlichen nichts, sie vergrößern nichts. Sie sind ein Mensch, der die eigenen Fehler als Lernangebot annimmt und niemand sonst dafür verantwortlich macht. Unsere Affirmation. Ich gebe jetzt dem Schelm in mir Raum, gehe spielerisch und lichtvoll mit den Tiefen der Wahrheit um. Ich schöpfe meine Lebensfülle aus meiner inneren Stärke. Ich verbinde meine Kraft mit meiner lichtvollen Herzensenergie, mit meiner Liebe. Ich achte, wertschätze und liebe mich selbst. Die allgemeine Tagestendenz von den Lennemond-Karten, hier haben wir die Dame, uns selbst. Es findet eine bedeutende Begegnung mit einer wichtigen Frau aus dem geschäftlichen oder privaten Bereich statt. Entweder werden Sie telefonisch, schriftlich oder persönlich kontaktiert und dürfen sich über einen angenehmen Austausch freuen. Die zweite Karte fürs Berufliche, hier haben wir den Brief. Ein Vertrag oder eine Zusage schneit ins Haus und Sie beginnen eine neue Arbeit. Es ist auch möglich, dass der Brief auf den Medienbereich hinweist und Sie sich auf diesem Gebiet einmal umschauen sollten. Ja, vielleicht sind meine Ohren so fit, dass ich dann dem Tag wieder Videos machen kann. Und hier haben wir den Storch zum Thema Liebe. Zeit des Nestbaus. Sind Sie noch Single, dann wird sich das bald ändern. Versprochen. Sollten Sie in Ihrer bestehenden Partnerschaft unzufrieden sein, so wartet schon ein neuer Partner auf Sie, oder es tritt endlich die ersehnte Besserung ein. Auch hier gesundheitlich, ne? Eine Krankheit entwickelt sich zum Positiven, ein guter Ausgang steht bevor. Na, dann bin ich doch definitiv mal zuversichtlich. Und die Energiekarte für die Liebe, muss ich hier nochmal gucken. Es ist ein Freiraum entstanden. Du hast die Freiheit, ihn mit neuem Leben zu füllen. Wähle weise.
Erfüllung finden. Denke, wie du denkst. Tu alles, wie du es tust. Die Antwort für ein erfülltes Leben liegt in dir. Fühle dich, erfülle dich. Alles ist gut in meiner Welt. Alles entwickelt sich stets so, wie es am besten für mich ist. Ich bin immer sicher und geborgen. Und von den Devas haben wir den Moon. Tanze mit dem Leben. Moon vereinigt Gegensätze, Zartheit und Kraft und schenkt den Schlaf des kleinen Todes, des Vergessens, um neu geboren zu werden. Botschaft. So wie ich meine verblühten Blätter nach kurzer intensiver Blütezeit abwerfe, so lasse auch du verwelkte Emotionen los. Aus Verletzlichkeit wächst Stärke, die Samenkapsel der Fruchtbarkeit. Man muss erst schlafen, um zu erwachen. Ich beglücke dich mit einem tiefen Schlaf, der dich von den Fesseln der Vergangenheit befreit und alles Belastende vergessen lässt, auch dein Ego. Selbstvergessenheit macht munter und beflügelt. Meine Kraft weckt dein schlafendes Bewusstsein. Aufgeweckt und neu belebt, wirst du spüren, wie deine Wahrnehmungen intensiver werden, um das Leben mit allen Sinnen auszukosten und zu genießen und deine wahre Bestimmung zu leben. Tipp: Ein Stoffsäckchen gefüllt mit Mondblüten und Kapseln lässt Liebe, Lust und Leidenschaft entflammen und stärkt die Herzenswärme und sinnliche Ausstrahlung. Wow. Der Moon bei den Kelten. Moon ist eine Feenblume der Fruchtbarkeitsgöttin, hat Feuerkraft und vitalisiert. Sie wurde in früheren Zeiten auch für Liebesorakel verwendet. Die Mondkapseln waren Nahrungsmittel. Und aus dem Blütensaft stellten die Kelten Schlafmittel her. Ich wünsche euch einen wunderschönen Donnerstag. Tschüss.